Hallo, liebe Camper. Guck mal hier. Hier bauen wir ein Auto für ein weltweit unter ein Team, was weltweit unterwegs ist mit seinen Radsportgeschichten. Könnt ihr mal kurz reinschauen. Ne? Da ist der Innenausbau. Das haben die hier, wenn ich glaube, hier kommen die Räder drauf, hier kommen die Gestelle von den Fahrrädern ran. Der geht, wie gesagt, weltweit in den Einsatz und die haben das Problem, wenn die an einem Hotel oder ähnliches sind, haben die nicht für alle Teams da, egal wo, die Möglichkeit für Strom. Hier muss dann autark die Waschmaschine laufen, die muss 4-5 Mal laufen, weil wenn die Teamkleidung dann gewaschen wird, die müssen hier Kühlboxen mit Getränke kommen hier rein. Dafür haben wir hier Steckdosen gemacht. Ja, hier werden Reparaturen durchgeführt, die Fahrräder werden abgekerchert. Und dafür brauchen die einfach autark Strom. So, jetzt haben wir hier schon die ganzen Steckdosen. Hinten sind welche, hier auf der Seite. Da haben wir welche installiert an dem Regal. Hier, da haben wir noch welche installiert. Dann haben wir hier so eine DEFA-Einspeisesteckdose installiert. So eine spezielle, die kommt sonst viel in Feuerwehr, Rettungswagen und Co. zum Einsatz. Einfach mit dem Hintergrund, hier ist ein Fahrzeug, wenn man das zurückrüstet, kann man hier die Seitenabdeckung tauschen und dann braucht man nicht so ein riesen Loch da reinmachen. Ne? Ja, und der Kunde sagt einfach, das Fahrzeug muss autark sein. Wir müssen die Kühlboxen betreiben können, wir müssen eine Waschmaschine betreiben können. Hier kommt jetzt das Kombi-Display rein und ein Batteriecomputer, das ist für jeden ersichtlich ist, was haben wir hier noch im Auto drin oder nicht. Das kommt hier rein. Und dann bauen wir jetzt hier eine Box, ein bisschen modular wieder. Da ist der Leon, hat die Box schon gebaut und ist jetzt mit dem Stefan hier am Verkabeln. Das ist im Prinzip die Batteriebox, die Elektrobox. Ne? Ganz, ganz wichtig hier für den Kunden ist, dass man die gegebenenfalls, wenn das Auto mal ausgetauscht wird, die Box behalten kann. Klar, die Kabel von der Solaranlage und vom Booster muss man neu ziehen, aber die eigentliche Box können wir rausnehmen. Hat der Leon hier so Spezialverschlüsse für den Bodenbefestigung gebaut, dann kann die ganze Box so raus und kann woanders wieder reingesetzt werden. Hier ist eine 3000er Kombi drin. Der Kunde hat 4 große Platten Solar oben drauf bekommen, weil die fahren ja wie gesagt überall, dass dann auch Nachladung kommt von während der Fahrt und wenn ein Auto mal ein paar Tage vorm Hotel steht. Ladebooster ist hier drin für die Ladung während der Fahrt. 3x 155 Ampere. Hier kommt die 230 Volt Verteilung rein. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass der Kunde oder das Team das Fahrzeug hier autark hat. Das Team hat von den Fahrzeugen mehrere. Das ist jetzt der erste von 2 oder 3, die kommen. Die werden alle gleich ausgelöst. Das ist ein großes Team, die mit einigen Leuten da agieren. Und darum brauchen die mehrere Fahrzeuge mit Equipment und Co. Und darum bauen wir jetzt den und ich glaube in 3 Wochen den nächsten und dann geht es weiter. Im Prinzip können wir die Kiste danach dann schon kopieren und vorbereiten für den nächsten, weil einfach hier die Autarkie im Vordergrund steht. Ne? So, und die sagen, die Waschmaschine muss laufen, der große Kercher muss gleichzeitig laufen, um die Sachen sauber zu blasen. Und da kommt dann halt, wie gesagt, unsere 3000er Kombi zum Zug. Wir haben ja gewichtsmäßig jetzt, muss man einfach sagen, auch nicht Gott weiß, wie viel Range da oben. Dadurch ist natürlich die Kombi da mit ihren 3000 Watt schon unschlagbar. Ne? Ladeanschluss, Steckdosen, haben eine Solaranlage oben drauf, können wir mal gucken gehen. Aber das ist halt ein richtig, richtig klasse Fahrzeug. So, der Sebastian bündelt das jetzt da, dann kommt da die Kiste gleich rein. Die Batteriebox, da macht er die Displays hier dran. Dann sieht das hier schon ganz gut aus. Ne? Wir haben hier auf dem Fahrzeug, komm, wir gehen mal hoch, Philipp. Kann man sehen. Vorne, so wie hinten, haben wir schön aufgeteilt, wegen dem Gewicht her auch. 2 Platten vorne, 2 Platten hinten. So, da sind 4 Module nach drauf. Aber wenn die laden, da laden die natürlich mit richtig, richtig Kasala. Wenn die dann jetzt auch in Frankreich oder wie auch immer stehen, dann wird da richtig nachgeladen. Aber wenn da im Auto mal 3, 4, 5 Kühlboxen laufen, dann muss auch eine Nachladung kommen, auch wenn der steht. Und wenn der natürlich fährt, die Rennen mit begleitet, kommt über den Ladebooster genug Ladestrom. Aber die sagen, die haben auch mal oft die Autos irgendwo im Rennen stehen, dann stehen die in Aufstellung, dann läuft dieses Auto
kontinuierlich, auch für die Fahrer, für die Kühlung, wenn sie dann irgendwo in der Wüste oder wo stehen. Dann ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass die Lichtmaschine überwacht wird, dass dann nicht mit dem normalen Booster, sage ich mal, die Lichtmaschine auf einmal im Stand geplättet wird. Das ist schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte, hier die Lichtmaschinenüberwachungsfunktion, die unser Booster bietet. Also schon ein komplett durchdachtes Konzept, was wir hier gemacht haben mit der Firma oder mit dem Team. Ja, und jetzt bauen wir hier die, nach und nach die Fahrzeuge fertig. Hier vorne ist der Kabel für Booster alles schon passiert. Wie gesagt, die Steckdosen sind installiert in dem Fahrzeug schon soweit. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das nochmal, wenn der Stefan und der Leon hier vorwärts kommen. Und wenn die Box eingebaut ist, dann können wir euch die ganze Geschichte mal zeigen. Ja, Camper, jetzt, guck mal hier, nicht erschrecken. Es ist das Gleiche, aber nicht dasselbe, oder wie sagt man das so schön? Wir haben wieder abgebaut. Wir haben wieder abgebaut, nein. Der Leon macht schon die zweite Vorbereitung für die zweite Kiste hier. Gleiche Dings, ja, direkt gleiche Geschichte, haben wir die Maße übernommen. Jetzt gehen wir mal hier hin. Hier ist der Ladeanschluss an der Seite. Könnten wir mal eine Lampe organisiert bekommen? Wir haben ja hier Licht gemacht. Wir haben ja Licht. Wir haben noch immer Strom. Wir haben noch immer Strom. Komm, Philipp, bück dich. Guck mal hier. Dann haben wir natürlich der Leon und der Stefan. Und der Rest, ja, wie der Traumhof gebaut. Ne? Unsere Akkus hier. Wir haben hier extra noch, hier ist das Gitter. Hier kommen die Gitter vor. Haben wir extra zweigeteilt gemacht. Dann kann man oberster abnehmen, wenn was ist. Darum sind die hier vor. Hier haben wir den verschraubt, wie ich schon erzählt habe. So, und hier haben wir extra nochmal einen Schutz gemacht. Wenn mal was durch das Gitter vor der Gitterspritze, dass nichts direkt auf die Batterien kommt. Ja, wir haben hier einen Ladebooster hier drin. Die 3000er Kombi. Großen Solarregler. Die Verteilung links. Sicherung, Eingangssicherung, Ausgangssicherung. Und Hauptschalter. Haben wir ein kleines Ladegerät als Standby, wenn die im Winter abstellen, weil die Autos dann 6 Monate stehen, dann braucht nicht immer die Kombi an sein, dann kann der so ein kleines Standby-Ladegerät anhaben, 5 Ampere. Ja, dann haben wir hier an der Seite, ist perfekt, kommt zu, hier kommt der Hochdruckreiniger drauf und fertig. Ne? Haben wir hier an der Seite unser Kombi-Display, ich glaube, ich mache nicht besser, oh, ne, das ändert nicht viel. Ne? Unser Kombi-Display und hier haben wir unseren Batteriecomputer schön, den müssen wir jetzt noch kalibrieren, der ist noch nicht ganz voll. Die Geschichte ist, hier gehen noch knapp 100 Ampere, gehen ja noch in den Akkus rein. Wie gesagt, Sprinter ist fertig, der geht jetzt raus zum Überprüfen. Beziehungsweise der Stefan ist draußen dran, da mit dem Überprüfen schon. Ja, Lea macht jetzt für das zweite Auto die Kiste komplett fertig, dann haben wir das auch safe. Ja, ich würde sagen, das war's. Radsport-Umbau, die zweite, Daumen hoch.